und herzlich willkommen heute wieder zum Thema Kinderwunsch und gleichzeitig zum bei Rohköstlern, ach so beliebten Thema Parasiten. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein derartiges Video drehe, wo ich diese beiden Themen verknüpfen kann. Und zwar kommt das daher, dass unter mein Parasitenentgiften-Video jemand geschrieben hat, dass sie einen Beitrag gesehen hat, dass Parasiten die Hälfte der Menschheit durchseucht haben, deren Verhalten steuern können. Und sie hätte dazu Links zu Aussagen von Wissenschaftlern. Ob das denn stimmt, das würde ihr halt Angst machen. Und ich habe gesagt, das ist Bullshit. Auch wenn man das Gefühl hat, dass 50% der Menschheit ferngesteuert ist in ihrem Verhalten oder so. Ne? So, keine Ahnung, Trump-Wähler oder sowas. Was aber wohl weniger den Parasiten geschuldet ist, sondern, weiß ich auch nicht, dem Belohnungssystem oder sowas in der Art. Ich habe mir dann aber diese Links dann auch angeschaut und das war, ich habe erst gedacht, das ist wahrscheinlich ein Video zu irgendeinem YouTuber, der irgendeinen Bullshit erzählt. Das war aber ein Link zu Quarks und Co., was halt kein Bullshit ist, sondern halt dann eben schon wissenschaftlich fundiert. Und ich habe dann die ganze Zeit darauf gewartet, bis dann dieser Beitrag kommt zum Thema, die Hälfte aller Menschen hat einen Parasiten, der ihr Verhalten steuert. Und der kam dann irgendwann auch. Aber vorher, und das ist wichtig für alle Rohköstler, vorher werden eingangs alle möglichen Parasiten so in so Einmachgläsern gezeigt, die es so gibt. Also die diversesten Bandwürmer und sonstige Würmer. Und man kann da sehr deutlich sehen, dass die halt wirklich aussehen wie richtige Würmer, wie Würmer in der Erde. Und nicht wie kotfarbene Schleimsporen, die diverse Rohköstler angeblich aus ihrem Kot haben. Das sind keine Würmer. Würmer sehen aus wie echte Würmer und nicht wie längliche Schleimsporen. Ja, und dann kamen sie auf das Thema, es gibt einen Parasiten, den haben 50% aller Menschen und der kann Verhalten steuern. Weil die Evolution hat es den Parasiten ermöglicht, durch Verhaltensänderungen des Zwischenwirts zu ihrem Endwirt zu gelangen oder überhaupt Wirte zu springen. Und der hier betroffene Parasit ist das Toxoplasma gondii, dessen Endwirt Katzen sind. Und man hat festgestellt, dass Toxoplasma gondii in der Lage ist, das Verhalten von Mäusen so zu beeinflussen, dass die weniger Angst vor Katzen haben. Dass die, wenn sie Katzenkot oder Katzenurin riechen, ihre natürliche Scheu verlieren, wenn sie mit Toxoplasmose infiziert sind, mit Toxoplasma gondii infiziert sind. Und es gibt da einen Wissenschaftler in Polen, der in diesem Beitrag von Quarks und Co. halt sagt, er hat Studien mit Menschen gemacht und Menschen, die mit Toxoplasma gondii infiziert sind, haben mehr Verkehrsunfälle, leben einen irgendwie risikoreicheren Lebensstil und so. Und er ist der Überzeugung, dass, weil Katzen früher ja quasi unsere Fressfeinde waren, Toxoplasma gondii es auch schaffen kann, Menschen zu beeinflussen, dass diese weniger Angst vor Großkatzen haben und so die Großkatze den Menschen leichter fressen kann, damit das Toxoplasma gondii, was im Menschen als Zwischenwirt ist, in die Großkatze als Endwirt kann. Das wird kontrovers diskutiert in der Wissenschaft. Man hat das noch nicht beweisen können oder so. Und wie es der Zufall so will, bin ich mit Toxoplasma gondii infiziert. Ich bin einer von den 50% der Menschen, die Toxoplasma gondii infiziert sind und wahrscheinlich irgendwann mal eine Toxoplasmose hatten, die in 95% der Fälle völlig asymptomatisch verläuft. Man merkt das nicht. Oder die meisten Menschen merken es nicht. Es merken Leute, die immunsupprimiert sind. Irgendwie entweder, weil sie HIV haben oder weil sie immunsupprimierende Medikamente nehmen, weil sie eine Transplantation erhalten haben oder solche Sachen. Ich persönlich kann von mir jetzt nicht sagen, dass ich sonderlich risikoreich bin. Ich bin eigentlich ein ziemlicher Sicherheitsdenker. Ich habe auch nicht gehäuft Verkehrsunfälle. Ich habe nie Verkehrsunfälle. Und wenn, dann war der andere schuld. Oder so. Also das ist was bisher so passiert ist.
Und ich weiß, dass ich Toxoplasma gondii positiv bin, weil, und jetzt komme ich zum Thema Kinderwunsch, weil das hochgradig relevant ist für Frauen, die schwanger werden wollen. Denn wenn man sich innerhalb der Schwangerschaft mit Toxoplasma gondii infiziert, dann kann das, wenn das im ersten Trimenon, also im ersten Drittel der Schwangerschaft passiert, zu Fehlgeburten führen. Wenn es im zweiten oder dritten Trimenon passiert, kann das Kind Schaden nehmen. Nämlich es kann einen Hydrocephalus bekommen, was der Volksmund einen Wasserkopf nennt. Es kann eine Chorioretinitis bekommen, also eine Netzhautablösung im Auge, oder eine intrazerebrale Verkalkung, ne, Verkalkung im Gehirn. So, und deswegen wird jede Frau, die einen Kinderwunsch hat oder die schwanger ist, von ihrem Frauenarzt auf Toxoplasma gondii gescreent. Und wenn sie Antikörper dagegen hat, sprich, sie hat mal eine Infektion durchgemacht, dann kann ihr keine Infektion in der Schwangerschaft passieren. Und das ist gut, gut, gut. Denn dann ist das Kind davor geschützt. Wenn die Frau keine Antikörper gegen Toxoplasma gondii hat, dann wird ihr strengstens geraten, sich von Katzen fernzuhalten und kein rohes Fleisch zu essen. Denn so kann man sich damit infizieren, als Schmierinfektion über Katzenkot oder durch Aufnahme von Toxoplasma gondii in rohem Fleisch, der Kälte sehr gut übersteht, aber Hitze nicht. Und das ist dann vielleicht auch wieder ein Punkt, warum Rohköstler so fasziniert sind von diversesten Parasiten, weil die nicht tot gemacht werden, wenn man sein Essen nicht kocht. Ja, also, was die Wissenschaft definitiv derzeit weiß, ist, dass Toxoplasma gondii nicht dafür verantwortlich ist, dass wir Kriege anzetteln oder in Kaufrausch geraten oder uns überfressen und diese Sachen, sondern das Einzige, was Toxoplasma gondii im Sinn hat, ist, in Katzen reinzukommen, um ein Endwirt zu haben. Das heißt, es kann natürlich durchaus sein, wobei ich weiß jetzt nicht, was die Henne, was das Ei ist. Es kann sein, dass ich deswegen Katzen mag, weil Toxoplasma gondii dafür sorgt, dass ich Katzen mag oder keine natürliche Scheu vor Katzen habe. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass nur weil ich Katzen mag, ich überhaupt irgendwann mal durch Kontakt zu Katzenkot Toxoplasma gondii bekommen habe. Ich habe Kontakt zu Katzen seit 30, 35 Jahren oder so. Ich weiß nicht, was da der Anfang war. Aber ich persönlich bin heilfroh, dass ich damit infiziert bin. Denn wenn man sich in der Schwangerschaft eben, wie gesagt, damit infiziert, dann kann das Kind Schaden nehmen. Da muss man dann Medikamente geben. Zwei unterschiedliche, deren Namen jetzt mal Schall und Rauch sind. Vor der 16. Schwangerschaftswoche ist es ein anderes als nach der 16. Schwangerschaftswoche. Was damit zusammenhängt, dass es halt bis zum ersten, im ersten Trimenon zu Fehlgeburten kommt und danach halt zu Schädigungen des Kindes. Ja, schaut euch diesen Beitrag von Quarks und Co. gerne mal an, wenn ihr euch für Parasiten interessiert. Ich verlinke euch den nochmal unten runter. Guckt euch vor allem diese Parasiten in den Reagenz, nicht Reagenz, in den Einmachgläsern an, die die da gelagert haben als Kulisse. So sehen Darmparasiten aus. Also, ne, die Rohköstler glauben auszuscheiden. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt was daraus mitgenommen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt. Abonniert mich. Ich sag ciao. Bis Montag. Schönes Wochenende. Eure Silke.